Nach Ernte ist die Zeit der Grunddüngung. Grunddüngung heißt nicht ohne Grund, Grunddüngung. Sie ist die Grundlage für den erfolgreichen Pflanzenbau der nächsten Jahre. Zuallererst ist es wichtig, den pH-Wert des Bodens in Ordnung zu bringen. Wir stellen immer wieder fest, dass das Kalken anscheinend nicht sexy genug ist für verschiedene Betriebsleiter. Die Kalkung wird oftmals links liegen gelassen. Aber warum ist das so? Wenn Sie auf das Kalken verzichten, verzichten Sie auf durchschnittlich 50 Euro pro Hektar pro Jahr. Einfach nur, weil der pH-Wert Ihrer Teilflächen nicht optimal eingestellt ist. Zur Veranschaulichung. Die pflanzenbaulichen Effekte eines optimal eingestellten pH-Wertes sind vielfältig. Zum Ersten ist die Nährstoffverfügbarkeit wichtiger Nährstoffe durch einen optimalen Boden-pH-Wert sichergestellt. Das heißt, Phosphor, Kalium, Magnesium, was schon im Boden drin ist an Nährstoffen, kann auch von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden. Zum Zweiten, die Gefügestabilität eines Bodens durch eine Kalkung wird erhöht. Das heißt, der Zugkraftbedarf bei der Bodenbearbeitung wird etwas verringert. Aber besonders wichtig ist natürlich, dass die Infiltration von Niederschlagswasser, besonders bei Starkniederschlägen, begünstigt wird. Das heißt, der oberflächliche Abfluss wird verringert. Und zum Dritten fühlen sich die im Boden lebenden Lebewesen bei optimalen pH-Wertbereichen besonders wohl. Das heißt, Mikroorganismen und Regenwürmer sind dann besonders aktiv. Und viertens, das Beste, die Kalkung kostet im Vergleich zur restlichen Grunddüngung nicht die Welt. Wir wissen, dass der pH-Wert des Bodens innerhalb von Schlägen oftmals sehr stark schwankt. Mit einer flächeneinheitlichen Kalkung kann man dabei die Situation nicht verbessern. Die unterversorgten Teilflächen werden höchstwahrscheinlich nicht ausreichend gekalkt. Der pH-Wert bleibt suboptimal. Die bereits gut bzw. übermäßig gut versorgten pH-Wertbereiche bekommen zu viel Kalk, ebenfalls verbunden mit negativen pflanzenbaulichen Auswirkungen. Es stellt sich also die Frage, woher Sie als Landwirt wissen, wie viel Kalk benötigt wird. Wie groß muss der Kalkhaufen am Feld sein und wie wird er dann teilflächenspezifisch umverteilt? Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie Ihre Kalkplanung pflanzenbaulich optimiert und teilflächenspezifisch umsetzen können. Alles mit wenigen Klicks, egal wie viele Felder Sie planen wollen. Aber dazu gehen wir jetzt in mein Büro. Was benötigen Sie für die Kalkplanung? Nun, im Wesentlichen nur zwei Dinge. Sie benötigen erstens GPS-gestützte Beprobungsdaten und zweitens einen Zugang zu unserem cloud-basierten System Accuport. Hier finden Sie das beste System zur Organisation der Grunddüngung. Wenn Sie ein besseres kennen, lassen Sie es mich wissen. Gehen wir nun Schritt für Schritt die Kalkplanung durch. Wir wählen uns zunächst ein und landen direkt in der Schlagverwaltung. Hier verwalten Sie Ihre Schläge und erstellen den Anbauplan. Weiterhin finden Sie hier rechts oben immer den Zugang zur Agricon Academy. Darin finden Sie neben Informationen zu Accuport auch viel pflanzenbauliches Wissen. Die Anbauplanung, die Sie im unteren Bereich in der Tabelle finden, kann mit wenigen Klicks editiert werden. Hier sind für jeden Schlag die Fruchtarten sowie die Ertragsziele hinterlegt. Mit Korrektur der Erträge nach der Ernte wird dies zur Anbaudokumentation. Die geplanten bzw. tatsächlich geernteten Erträge sind Grundlage unter anderem für das System zur Berechnung der Düngeplanung. Die Kalkdüngung ist da natürlich eine Ausnahme. Hierfür benötigen wir keine Ertragsentzugsinformationen. Wir wechseln nun in das Modul Grunddüngung. Hier sind alle benötigten Daten und Informationen hinterlegt. Sobald das System die Ergebnisse der Bodenuntersuchung hat, berechnet es vollautomatisch den Düngebedarf. Wenn Sie mit Agricon Bodenproben ziehen, bekommen Sie kostenlos einen Zugang zu Accuport, um die Ergebnisse zu überprüfen. Wenn Sie bereits Ergebnisse der Bodenuntersuchung haben, können wir Ihnen die Daten einspielen. Die folgenden Schritte passieren automatisch im Hintergrund, ohne dass Sie als Nutzer etwas machen müssen. Erstens, die Ergebnisse aus dem Labor werden der richtigen Fläche bzw. Teilfläche automatisch zugeordnet. Zweitens, das System berechnet die richtige Gehaltsklasse für jeden einzelnen Nährstoff in Abhängigkeit von Bundesland, Nutzungsart, Bodenart und so weiter für jede einzelne Teilfläche. Und für jede einzelne Teilfläche
hat das System jetzt bereits den Düngebedarf berechnet. Wieder in Abhängigkeit der regionsspezifischen Düngeregeln. Für alle Nährstoffe, für alle Jahre, automatisch hochkalkuliert auf Grundlage der Fruchtfolgeplanung, die wir uns eingangs angeschaut haben. Schauen wir uns also die Situation für diesen Betrieb an. Wir laden die pH-Wert-Verteilkarte. Auf einen Blick sehen Sie für den gesamten Betrieb, aber auch für jede einzelne Teilfläche, wo die überversorgten Bereiche sind und wo der erhöhte Kalkbedarf ist. Nun möchten wir darauf reagieren. Wir öffnen die Übersicht zur Düngeplanung. Wie ich Ihnen bereits sagte, hat das System automatisch für jeden einzelnen Schlag den Gesamtnährstoffbedarf für die Planungsperiode berechnet. Dies können wir hier ablesen. Die einzelnen Schläge stellen sich dabei sehr unterschiedlich dar. Hier haben wir gar keinen Kalkbedarf. Auf diesem Schlag haben wir im Durchschnitt 800 Kilogramm CAO-Bedarf pro Hektar und so weiter und so fort. Jetzt geht es darum, die Schläge auszuwählen, die wir dieses Jahr kalken wollen. Dazu finden Sie hier Funktionen, wo Sie die Felder auswählen können, die sehr pH-Wert sensible Fruchtarten tragen werden. Das sind beispielsweise alle Flächen mit Winterraps, mit Zuckerrüben und mit Wintergerste. Diese wählen wir alle aus. Hier können Sie auch die Schläge nach Ihrer pH-Wert-Bedürftigkeit sortieren und wählen diese für die Kalkplanung aus. In Summe sind das 17 Schläge mit 600 Hektar. Für diese Schläge legen wir jetzt eine Planung an. Nährstoff Calciumoxid, Ausbringungsart teilflächenspezifisch, kohlensaurer Kalk und wir möchten jeweils 100% des Gesamtbedarfs des jeweiligen Schlages ausbringen. Das planen wir. Hier können wir jetzt sehen, welchen Gesamtkalkbedarf wir haben. Wir benötigen also 1733 Tonnen kohlensauren Kalk. Den müssen wir jetzt bestellen und anschließend teilflächenspezifisch ausbringen. Dazu wechseln wir ins Auftragsmanagement. Um den Streuauftrag zu erzeugen und ihn direkt an das Terminal zu übertragen, welches den Kalkstreuer steuert. Zum einen können Sie hier eine PDF erzeugen, worauf für jeden Schlag zu sehen ist, welche Kalkmenge in Summe benötigt wird und wie die kleinräumliche Verteilung aussieht. Zum anderen haben Sie hier Exportmöglichkeiten für die jeweiligen Terminals, die auf Ihrem Betrieb vorhanden sind. Sie können einerseits die Daten herunterladen und per USB-Stick auf das Terminal übertragen oder aber direkt an das Terminal senden und dem Mitarbeiter zur Abarbeitung zur Verfügung stellen. Was Sie gerade gesehen haben, war alles live. So schnell und einfach kann die Kalkplanung sein. Mit Agriport planen Sie in wenigen Minuten die Kalkmengen, die Sie für einen optimalen pH-Wert Ihrer Flächen benötigen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's mit dem Kalk. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Agriport den optimalen Einsatz von organischen Düngemitteln für Ihren Betrieb planen können.